aus, liebe Freunde, willkommen zurück und wir sind dabei, noch unseren Stützpunkt etwas zu verstärken. Und ich denke mal, wir sollten vielleicht überlegen, doch jetzt so in Richtung taktische Unterstützung zu gehen. Ich baue jetzt hier nochmal so 4 von den Kollegen und werde einfach mal hier dem Knaben hinterherlaufen, dem ein bisschen folgen und mal gucken, ob wir da nicht irgendwie noch ein wenig helfen können. Denn je mehr der natürlich kaputt macht, umso besser ist es für uns. Zum Beispiel wäre es sinnvoll, hier oben den Turm zu plätten oder erstmal hier bei den Einheiten etwas mitzuhelfen. Da gucken wir jetzt mal, ob wir mit dem Kettenblitz da nicht noch eine Kleinigkeit unterstützend mitwirken können. So, den werden wir mal hier ansetzen, den Kettenblitz. So, mal schauen, ob das nicht ein wenig Wirkung zeigt. Ansonsten gleich hier auf den Turm gehen. Das ist schon mal ganz wichtig. So, der nächste Kettenblitz ist fertig. Gleich die nächste Runde einläuten. So, wunderbar. Und auch hier gleich wieder auf den Turm. Ja, so wird er langsam etwas schwächer. Hier sieht es auch ganz gut aus. Ich gehe dann doch nochmal ein Stück runter. Werde hier nochmal schnell einen weiteren Kettenblitz starten. So, weil ich glaube, so kriegen wir das ganz gut hin. So, den noch kaputt machen, genau. Ja, so passt das ganz gut. Damit sind die Einheiten zumindest schon mal wieder platt. Oh, der ist tot. Das ist schlecht. Dann sollten wir uns jetzt auch wieder ein wenig zurückziehen. Ja, würde sagen, wir gehen direkt wieder runter. Wir wissen ja nicht, ob gleich noch ein Angriff kommt, ne? Haben zwar hier noch ein paar Einheiten, die sind aber nicht wirklich stark. Hier konnten wir wenigstens die Armee ein wenig verringern. Und ja, wenn wir jetzt den nächsten Angriff sozusagen hier unten überstanden haben und da keiner mehr beikommt, dann könnten wir uns eigentlich auf den Weg hoch machen und vielleicht mal versuchen, das graue Dorf doch noch so ein bisschen... Ah, da kommt noch eine, sehr gut. Mal schauen, ob wir da oben bei dem grauen Dorf nicht vielleicht noch ein bisschen was erledigen können. Schade, dass die sich so langsam nur erholen. Das ist echt doof. Mal kurz gucken, wie sieht's aus mit meiner Mana? Nicht so besonders. Ich habe hier aber auch keinen Goblin-Laden gefunden. So, hier die Goldmine ist ja leider schon Vergangenheit, aber das Gold mit dem Nachschub, das klappt noch ganz gut. So, jetzt gucken wir mal, was macht hier unser Kollege? Ja, der ist schon wieder da. Ah, der ist sozusagen noch am Aufladen, weil da wird's mich natürlich dann brennend interessieren, wo der als nächstes hingeht. Dann könnte der da vielleicht unterwegs schon ein bisschen was machen und wir hätten etwas Ruhe und wären vielleicht sogar in der Lage, bei dem grauen Dorf noch ein paar wichtige Gebäude zu zerstören. Wichtig ist ja immer so der Turm und ja dann auch die Schmiede und das, dass wir da einfach ein bisschen Luft kriegen und nicht dauernd belagert werden. So, das Gold sieht ganz gut aus, dafür, dass wir eigentlich keine direkte Mine haben. Nur da oben will ich jetzt noch keine bauen. Ich habe da ein bisschen Angst, dass wir da im Prinzip ja, überrannt werden, weil da oben ist unsere Verteidigung bei weitem noch nicht so gut. So, bis jetzt sieht es noch relativ ruhig aus. Mal gucken, ob der sich jetzt gleich auf den Weg macht. Ah ne, wir kriegen Besuch. Dann werden wir erstmal hier hochgehen. Wir werden auch gleich hier mal wieder unseren Kettenblitz starten. So, dann sollte das eigentlich relativ zügig laufen. So, brauchen wir noch einen Kettenblitz. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. So, dann geht das doch ein bisschen schneller vonstatten. So, das sieht doch ganz gut aus. Das ist auch gleich vom Tisch. Und die ist jetzt auch erledigt. Wunderbar, damit haben wir den Angriff von Türkis soweit schon mal durch. Oh, da oben kämpfen sie sich gerade durch mit den Grauen. Ja, das wäre für uns eigentlich doch eine gute Möglichkeit. Ich nutze die jetzt mal aus. Halt, den Peon wollte ich eigentlich zu Hause lassen. Na gut, wo ist er? Der kleine Peon. Du bleibst mal schön hier unten und reparierst weiter. So, mal gucken. Der Rest, der sieht noch ein bisschen verzaubert aus. So, den Angriff haben die also erledigt. Also werden wir uns jetzt mal hier zur Firma Grau auf den Weg machen, sozusagen. Und werden mal schauen, dass wir hier die Gelände, die Gebäude ein bisschen plätten. So, das sieht soweit gut aus. Die Zauber sind auch alle wieder verflogen.
Und ja, wir machen uns jetzt mal an das nächste Dorf. Ich will als erstes gucken, dass wir vielleicht den Turm oben plätten. Ja, Mana sieht auch langsam wieder etwas besser aus. Was brauche ich hier? 120 und da 100. Also 220 wäre perfekt, wenn ich das hätte. Na gut, aber wir gehen jetzt einfach mal da rein. Wichtig ist hier den Turm. Den machen wir als erstes kaputt. Vor allem kriegen wir dadurch ja auch wieder ein bisschen dazu. So, und das nächste, bevor wir auf irgendetwas anderes reagieren, gleich hier unten drauf gehen. So, hier werden wir gleich mal den Kettenblitz starten. Das sieht ganz gut aus. Gucken, dass wir das Gebäude hier schnellstmöglich kaputt kriegen. So, jetzt können sie sich hier meinetwegen um alle anderen Kameraden kümmern. Ich hole gleich mal die Tierchen mit raus, dass die sich da auch mit drum kümmern. Ja, das sieht jetzt gut aus. Der Turm ist weg. Da hier oben ist noch ein Kanonenturm. Da müssen wir mal aufpassen. So, das sieht auch schick aus. Dann gleich mal hier an die Häuser ran. Zum Glück sind ja durch die Hunde die ein bisschen abgelenkt. Da können wir hier ein bisschen Rohstoffe sammeln und gleichzeitig uns darum kümmern. Der macht mal den hier Platz. So. Das passt auch ganz gut. Okay. Halt. Hier unten wieder bitte da drauf. Ihr kämpft hier. So, wir wollen das ja hier schön verteilen, ne? So kann man nämlich unsere Rohstoffe erweitern und gleichzeitig das Dorf plätten. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt können wir uns hier nochmal alle austoben. Das sieht auch schon mal gut aus. Ja, wir haben zwar jetzt einige Einheiten verloren, aber dafür brauchen wir erstmal keinen so großen Angriff von denen mehr zu fürchten. So, gleich nochmal die Tierchen rausholen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier auf den drauf. Dass der erstmal tot ist. Unser Held. Ach, jetzt habe ich gepennt. Oh nein, ich habe gepennt. Mist, jetzt habe ich gepennt. Das war natürlich gar nicht gut. Mal gucken, kriegt er den wenigstens noch um. Ja. So, der geht sogar ans Haupthaus dran. Cool. Ja, da habe ich jetzt geschlafen. Das war natürlich ganz blöd. So, da hatten wir doch irgendwo unseren Altar. Schafseher Sral wiederbeleben, 400 Gold. Ja, das war eine teure Lektion. Ich habe einfach nicht aufgepasst. So, wir sollten aber auf alle Fälle gleich uns hier wieder etwas vergrößern, denn ich habe es schon befürchtet. Wir kriegen Besuch von der Firma Blau. Das ist natürlich jetzt ganz ärgerlich. Das war taktisch total der Griff ins Klo. Ja, die können wir auch nicht schneller ausbilden. Die Freunde, also da werden wir doch ein bisschen baden gehen. So, die gehen schon mal auf den Helden drauf, das ist gut. Das heißt, da dürfte nicht mehr allzu viel passieren. Auch hier gleich auf den Helden. So, mach den gleich platt, jawohl. Ah, das ist gut. Ja, genau, so lang greift ihr nämlich hier dann schon mal keine Gebäude an. So, dann haben wir doch nicht allzu viel Schaden, dann ist das doch einigermaßen noch gerettet. Verlieren im schlimmsten Fall eine Einheit. Ja, jetzt reite ich mal mit dem hier auf die Seite. Mal gucken, vielleicht kann ich mich ja damit noch retten. Und die werden schön mit Pfeilen bombardiert. Ja, das ist wunderbar. Ja, das hat dann doch noch hingehauen, so wie ich mir das ungefähr gedacht habe. So, ja, die Firma Blau, ja, die habe ich mir überhaupt nicht hier aufs Programm geschrieben. Das war natürlich taktisch doof. So, der Held ist gleich wieder da. Da haben wir das Schlimmste sozusagen doch noch vermieden. Hier wird fleißig ausgebildet, das ist gut. Da würde ich schon fast sagen, wir gehen direkt wieder auf Grau. Dass wir im Prinzip die Armee komplett auslöschen. So, wie sieht's hier aus? Ja, das passt soweit. Jetzt haben wir gerade mal einen Turm hier nur verloren. Das geht. Das geht, das geht. Ist die Frage, bauen wir jetzt noch einen Turm oder nicht? Nö, wir warten erstmal. So. Und der Knabe ist auch wieder fit, das ist schön. So, wir haben jetzt noch hier einmal den Heiltrank und einmal die Rolle des Schutzes. Das werden wir vielleicht für den Angriff bei Blau oben brauchen. Denn da müssen wir ja im Endeffekt hin. Aber ich will jetzt auch schauen, dass wir vielleicht. Ja, toll, komme ich da jetzt nicht raus? Na, ganz tolles Kino.
Super, das ist natürlich hier wunderbar gebaut. Ja, dann habe ich da noch ein Peon drin? Nein. Dann muss ich leider dieses Gebäude mal etwas vernichten. Ich kann ja mal gucken, ob ich da vielleicht auch ein paar Rohstoffe wieder zurückkriege, weil zurückbauen in dem Sinn kann ich es ja leider nicht. So, und der Thrall ist wieder lebendig und der Hellscream ist gerade wieder auf dem Weg nach oben. So, machen wir hier mal schnell ein bisschen Platz. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Mal gucken, der geht direkt zu Blau hoch. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Riskieren wir es, riskieren wir es nicht. Ja, da unten werden noch ausgebildet. Wir gehen hoch. Wir versuchen es. Ich gehe direkt wieder hier auf die Firma Grau. Mal gucken, wie schlägt der sich da oben. Ganz gut. Das sieht eigentlich gut aus diesmal. Gut, die Türme sind ja weg. Damit ist das Problem schon mal behoben. Und ja, wir gehen hier oben mal rein. Werden dort mal gucken, dass wir da noch ein bisschen Rohstoffe sammeln. Und ja, gleichzeitig auch hier diese Bedrohung ausschalten. Also als nächstes müssten wir. Oh, wir werden angegriffen. Kriegen wir da Besuch? Ah. Die wollten gerade zu uns runter. Das ist natürlich eine Frechheit hier. So, da werden wir gleich mal das volle Programm rausholen. Und bitte einmal hier aufräumen. So, das klappt ja, denke ich mal, ganz gut mit den Dingern. So, der ist weg. Den kriegen wir auch gleich platt. Na komm. So, der ist auch hinüber. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Da kommt nämlich noch eine Truppe an. Oh je, das war auch eine Fehlentscheidung. Wir wurden auch schon wieder besiegt. Ja, ganz toll. Also irgendwie habe ich den Eindruck, ist das nicht so unser Tag heute? Nein, das ist nicht wirklich unser Tag. Denn unser Gold geht jetzt zu Ende. Und wir kriegen ein richtig dickes Problem. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die vielleicht da rechts angreifen. Nö, da machen sie natürlich nichts. Die wollen alle zu mir runter. Ganz tolle Sache. Und ja, wir hoffen jetzt mal aber hier dann wenigstens darauf, dass die wenigstens gut vorbereitet sind mit zwei Leuten. Da brauche ich nichts zu machen. Da ist noch einer. Kann ich mit den dreien vielleicht mal da hoch? Gucken, dass wir hier wenigstens ja, unsere Stadt so weit schützen, wie es geht. Wenn wir da schon so uns blöd anstellen. Eieiei, so, die ersten. So, jetzt gehen wir hier mal ein Stück runter. Mal gucken, ob ich mit dem mich noch retten kann. So. Genau. Immer schön ablenken. So, die ist auch gleich platt. Dann gehen wir mal auf den drauf. Dann sollte das jetzt auch gleich erledigt sein. Mist, da ist jetzt auch noch einer meiner Peons kaputt gegangen. Aber wir haben ansonsten nichts groß verloren, außer im Prinzip jetzt drei Einheiten. So, die stirbt jetzt von alleine. Da brauchen wir gar nicht viel machen. Sehr schön. So, wir sind wieder am Anfang und ja, pleite. Das ist jetzt mal ganz tolles Kino. Wir müssen uns jetzt wiederbeleben. Das kostet mal wieder 400. Das ist ganz blöse. Jetzt haben wir hoffentlich noch ein paar Peons, die uns ein bisschen Geld besorgen. Da oben hat der aber auch nicht wirklich viel erreicht. Und ich wollte da hoch. Nee, das ist natürlich jetzt total die falsche Taktik gewesen. Puh, was tun, sprach Zeus. Also, wir müssen doch das Ganze. Ich wollte es ein bisschen beschleunigen, aber das klappt leider nicht. Das heißt, wir müssen also wirklich hier jedes Mal jetzt gucken, dass wir hier erstmal sozusagen ein bisschen die Angriffe abwarten und danach erst hochgehen. So, mal gucken, ob der noch da was zu reparieren hat. Das könnte der schon mal erledigen. Ja, 290 Gold, da geht natürlich nicht mehr viel. Puh. Und wir haben auch nur noch zwei Peons auf dem Weg da hoch. Wir brauchen unbedingt Rohstoffe. Wir brauchen unbedingt Rohstoffe. So, wie viele werden da noch gebaut? Noch zwei. Ist jetzt die Überlegung, wenn der Held jetzt gleich wieder da ist, der kommt ja bald wieder. Mal schauen, wo die jetzt angreifen, weil Firma Blau und Türkis, die sind mir noch zu stark. Und selbst die können noch fleißig ausbauen. Zumindest sind die Bomber schon mal weg, aber das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen. Wir wollen die ja kampfunfähig machen. So, bei denen da oben muss ich mal gucken, die haben natürlich alles noch voll da. Das ist richtig doof.
Da müssten wir auch alle Fälle gucken, dass wir die Kaserne plätten. So, der bewegt sich wieder mal da hoch. Würde ich sagen, gehen wir mal hier mit. Und werden mal schauen, dass wir ein paar Rohstoffe noch mit abgreifen können. Egal, wo die jetzt gerade hochgehen. Vielleicht kriegen wir dadurch die Unterstützung, die wir brauchen. So, der Held ist nämlich wieder da. Und die gehen nach rechts. Das ist eigentlich optimal. Weil während die sich nämlich um die Mitarbeiter da kümmern, die da rumlaufen, können wir uns dementsprechend um die... Oh, na, kein Angriff? Doch, Angriff. Gut. So, dann greife ich nämlich hier mal direkt an. Ich würde sagen, wir gehen als erstes mal auf den Turm. Geht hier mal auf den Turm. Der sollte ja relativ schnell geplättet sein. Wenn der Kanonenturm erstmal weg ist, haben wir, glaube ich, da auch wieder ein Problem weniger. Vor allem, wir kriegen einen Haufen Rohstoffe dazu, so gleich hier das Ding hinterher. Diesmal machen wir den Fehler nicht nochmal. Es wird zwar jetzt eine Sekunde länger, aber da kommen wir jetzt auch nicht drum rum. So, da werden wir schon ein bisschen angegriffen, aber das ist erstmal noch nicht so schlimm. Wir müssen erstmal die wichtigsten Gebäude hier vernichten. Um das andere können die sich da unten kümmern. Ich denke mal, die Firma Grau haben wir mit Ach und Krach gerade noch irgendwie jetzt platt gekriegt. So, gleich hier hoch zum nächsten Gebäude. Ich mache alle Gebäude, denn ich brauche Rohstoffe. Ja, der kann sich hier unten drum kümmern, hat ja noch ein bisschen an Einheiten da. Das ist optimal. So, und wir kriegen schon wieder richtig was rein, das ist gut. Damit können wir nämlich auch ein paar Einheiten entsprechend wieder bauen. Ah, und die Firma Türkis versucht sich mal unten bei Hellscream. Das ist auch okay. Ist ja zum Glück nicht unser Problem. So, und wir werden uns natürlich hier beteiligen mit dem großen Finish und werden hier jetzt doch kurz vor Schluss nochmal wenigstens die Familie Grau in die ewigen Jagdgründe schicken. Wir haben auch wieder gute Rohstoffe zusammen. Also wir haben gerade noch so die Kurve gekriegt und das zweite Dorf tot gemacht. Geplättet. Tot gemacht. Ja, gute Deutsch. So, in diesem Sinne, denke ich mal, können wir so langsam die Folge beschließen. Wie gesagt, die wurde jetzt ein Tick länger, aber das ging halt aus spieltechnischen Gründen nicht anders. Aber wir haben richtig abgesahnt. Wir konnten richtig gut Rohstoffe kassieren. Ja, und somit wieder unsere Armee aufbauen. Jetzt haben wir nur noch zwei Gegner, um die wir uns kümmern müssen eigentlich. So. Das heißt, damit könnten wir uns eigentlich auch Gedanken machen, ob wir vielleicht nicht doch links an die Goldmine direkt rangehen jetzt. Ja. So, das noch platt machen und damit ist das Dorf erledigt. Ja, wunderbar. Und wir schicken die aber definitiv gleich wieder runter. Wir haben gut eingesackt und ja, das war jetzt erstmal die Aktion hier. So, was macht der? Der steht jetzt da nur rum und wartet auf besseres Wetter oder... da lassen wir uns aber in der nächsten Folge mal überraschen. Wir speichern jetzt ab, das war eh schon sehr, sehr lange. In diesem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Es war knapp, aber wir haben es soweit das zweite Dorf geplättet. Bis morgen, Servus und Tschüss.